heute gibt es mal wieder einen Primer-Call von mir, denn ich war nochmal da, um so ein paar Sachen mitzunehmen. Es gibt dort einiges jetzt gerade im Sale und ich habe auch so ein paar, ja, Christmassy-Sachen mitgenommen. Also, wenn ihr die noch sehen möchtet, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ja, ich musste einfach nochmal hin, weil, ach, ich weiß auch nicht, da gibt es einfach zurzeit so viele schöne Weihnachtssachen. Zuallererst habe ich mir mal was für die Haare mitgenommen, was relativ praktisches, schlichtes. Und zwar ein 8er-Pack von solchen Haarklammern für 1,50 Euro. Die habe ich jetzt auch gerade drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich nehme einfach immer die Haare von vorne, damit die mir nicht so im Gesicht hängen. Und dann pinne ich mir die hinten einfach mit so einer Haarklammer fest. Die sind jetzt in schwarz, gibt es auch noch in braun und ich finde die halt einfach super praktisch. Ein anderes Haaraccessoire, was ich mir dann noch mitgenommen habe, das ist ein bisschen besonderer. Und zwar ist das ein, ja, wie heißt das eigentlich? Eigentlich ein Gummiband, um das richtige Gummiband zu verdecken. Also das ist einfach so ein Ding in Silber, glitzert schön, was ihr euch über euren Zopf machen könnt. Also wenn ihr euch einen Zopf macht mit einem Haargummi und ihr nicht möchtet, dass man das Haargummi so sehr sieht, dann stülpt ihr einfach diesen Ring hier darüber und dann sieht das halt einfach sehr, sehr raffiniert und sehr, sehr festlich, finde ich auch aus. Hat 2 Euro gekostet, gab es, glaube ich, nur in Silber, nicht in Gold, sonst hätte ich es mir auf jeden Fall auch in Gold mitgenommen, denn ihr wisst ja, ich liebe Gold. Dann habe ich mir noch etwas mitgenommen, was ich verschenken möchte und zwar fand ich das einfach schon total süß verpackt. Das sind so Socken. 1, 2, 3, 4 Paar für 5 Euro, beziehungsweise, nee, jetzt haben sie nur noch 3 gekostet, waren im Sale. Und da sind so Rentiere drauf, Pinguine, Schneemänner und was ist das hier, kann ich gar nicht so richtig erkennen. Ich glaube Lebkuchen oder irgendwie sowas. Also schöne Christmas-Socken, die ich ganz, ganz niedlich finde und vor allem in der Verpackung sehen die halt gleich so richtig schön festlich aus und schon fertig verpackt, was mir immer ganz gut gefällt. Auch im Sale mitgenommen und das werde ich, glaube ich, auch verschenken an ein kleines Mädchen, also in unserer Familie, weil das so schön rosa ist. Diese Tasche hier, das ist wie so eine Kosmetiktasche. Ist so ein bisschen glänzend, metallisch, gold und roségold und pink und wunderschön. Gibt 2 Taschen, also man hat 2 Fächer. Hat jetzt noch 2 Euro gekostet, von ehemals 4. Und dann habe ich da noch gleich so einen kleinen Spiegel reingepackt, den ich mir auch bei Primark gekauft habe für 1,50 Euro. In schwarz-weiß gestreift mit so einer goldenen Schleife hier drauf. Finde ich total niedlich. Und hier hat man dann eben, ne, einen Spiegel, einen, glaube ich, einen, der vergrößert und einen ganz normalen. Das kommt hier wieder rein und dann kommt da noch ein bisschen Schminke rein und dann wird das verschenkt. Dann habe ich mir ein Oberteil gekauft, auch im Sale, für 3 Euro von ehemals 8. Ein glitzerndes Crop Top mit so einem V-Ausschnitt, vorne wie hinten, also da liegt auch der Rücken relativ frei, finde ich richtig cool. Das werdet ihr bestimmt in einem nächsten Lookbook von mir sehen, werde ich euch deswegen noch nicht angezogen zeigen, denn ihr seht das noch, das ist auf jeden Fall auf der sehr festlichen Silvesterseite vom Style her, werde ich wahrscheinlich auch an Silvester tragen. Deswegen, ich möchte euch so ein paar festliche Looks zusammenstellen, die man an Weihnachten oder so für die Feiertage oder aber eben auch für Silvester tragen kann. Deswegen, ich meine, das ist ja mal wohl, ne? Es glitzert und es funkelt und das sieht cool aus. Und dann habe ich mir noch eine Bluse mitgenommen, die ebenso sehr festlich aussieht, für 11 Euro. Und zwar in der Knallfarbe Rot. Ich stehe ja zurzeit total auf Rot. Das ist eine ganz schlichte Bluse mit langen Ärmeln, sehr feiner, seidiger Stoff so. Ich habe die mir in der 38 mitgenommen, damit die so ein bisschen oversized aussieht. Die Knöpfe hier an der Leiste sind verdeckt, also die sind hier hinter, was ich ganz cool finde. Da liegt noch so Stoff drüber. Da sieht man die Knöpfe nicht, finde ich eigentlich ganz cool. Also das ist auf jeden Fall auch irgendwie was für Heiligabend oder so zum Tragen. So, dann habe ich auch nochmal was für Weihnachten mitgenommen, was ich verschenken möchte. Und zwar habe ich in der Familie noch ziemlich viele kleine Kinder. Und da ist zurzeit gerade total der Renner die Eiskönigin, also Frozen. Ich weiß nicht, ob ihr den Disney-Film schon mal gesehen habt. Ich habe ihn jetzt mehrere Male geguckt und ich muss wirklich sagen, es ist auch was für Erwachsene. Also ich musste da auch einige Male lachen und es ist einfach ein total schöner Film. Falls ihr den Film schon gesehen habt, dann kennt ihr auf jeden Fall auch Olaf, weil das ist der Schneemann aus diesem Film. Und es gibt hier jetzt gerade so Badekugeln, die halt aussehen wie Olaf. Also es sind halt einfach so Schneebadekugeln und die sollen so ein bisschen schimmern und das Bad einfach so ein bisschen schäumiger machen. Und für 3 Euro jeweils. Und ich habe mir irgendwie gedacht,
Das ist ganz gut zum Verschenken, sieht total niedlich aus. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass die Kids, denen ich das schenken werde, sehr, sehr gerne baden. Deswegen glaube ich, dass diese Kugeln einfach total cool sind. Und alles, wo Olaf und Anna und Elsa gerade drauf sind, ist sowieso total der Renner. Also damit kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann habe ich mir noch, so, zwei Taschen mitgenommen. Auch im Sale. Fand ich total cool. Die wollte ich mir nämlich erst letzte Woche noch zum Originalpreis kaufen, habe ich dann aber nicht gemacht. Für jeweils 2 Euro von ehemals 5. Einmal diese Klatsch hier. Finde ich sehr, sehr cool, den Style. Schwarz und ja, so ein bisschen metallisch auch. Was ist denn das? Braun? Ja, Kupfer, so ein Kupferbraunton. Also relativ schlicht ansonsten gehalten, wie gesagt, in schwarz und ziemlich breit, aber ich mag solche Taschen ganz gerne. Und von demselben Style her wie diese hier ist dann die zweite, die ich noch gekauft habe, die werde ich wahrscheinlich auch verschenken. Ja, es hat einfach bloß eine andere Farbe, so auch metallisch, Roségold würde ich sagen, was ich ja sowieso, Roségold ist zurzeit voll mein Ding irgendwie so. Und da sind wie so eine Art Blütenmuster eingestanzt, was ich richtig, richtig cool finde. Das sieht total schön aus. Passt eigentlich auch genug rein. Also ist halt so, ne, für einen Abend unterwegs ganz praktisch. Und dann habe ich mir noch was mitgenommen. Ja, was richtig, richtig geil ist. Und zwar Schuhe. Und die gab es auch im Sale. Ich glaube, ich habe nur die Bluse für den Originalpreis gekauft. Von 22 Euro jetzt nur noch für 9. Achtung. Achtung. Geil, oder? Chelsea Boots mit Cutouts. In so einem richtig schönen Lackstoff, finde ich total geil. Lackstoff, gibt es das überhaupt? Also ihr wisst, was ich meine, in so einer Lackoptik. Ziemlich glänzend. Verlaufen so ein bisschen spitz zu, aber mir hat das ganz gut gefallen. Hat einen Blockabsatz, haben die Schuhe. Also auch super, um darauf zu laufen. Man sieht da drin eleganter aus als mit einem flachen Schuh, aber sie sind nicht so unbequem wie High Heels. Und das ist immer ganz gut für mich, weil so ewig lang auf High Heels laufen mag ich nicht so gerne. Aber da ich nicht die Größte bin, habe ich schon gerne mal so einen Absatz. Deswegen durften die noch mit für 9 Euro. Und ja, das waren so meine Schnäppchen, die ich gekriegt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Und ihr könnt euch gerne durch meine letzten Videos durchklicken, wenn ihr möchtet. Und dann sag ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!